Lenticchia c'ha una capacità, come dici te, è più resistente come pianta a temperature sia più alte che più basse, è proprio più resistente come coltura. C'ha potenziale di essere testata e vedere effettivamente se è una pianta che attecchisce o meno e come si comporta con il clima svizzero. E in più con il fatto che ci sarà un alzamento dell'orizzonte climatico, quindi che significa ci sarà quello che avviene magari adesso nel Mediterraneo, in diversa scala avverrà anche al di sopra delle Alpi, no? C'è bisogno di culture che siano magari adatte, che possano gestire in maniera migliore questi cambiamenti. Zu den ernährungsphysiologischen Aspekten kann man erwähnen, dass die Lupinen sehr, sehr viel Protein enthalten und sie können so verglichen werden mit Soja. Und der Hafer ist ein sehr wertvolles Getreide mit vielen seltenen Inhaltsstoffen, zum Beispiel den Beta-Glucanen. Und insofern macht es durchaus Sinn, dass diese Kulturen vermehrt verspiesen werden. Es sind sehr gesunde, pflanzenbasierte Kulturen mit hohen Proteingehalten. Zusätzlich zu den Inhaltsstoffen untersuchen wir die Erbsen jedes Jahr auch sensorisch, indem wir sie einfach verkosten. Einmal mit dem Ziel zu schauen, was ist für den direkten Konsum geeignet, und auch, weil wir mit verschiedenen Verarbeitern zusammenarbeiten, die natürlich Wünsche äußern. Da ist oft das Thema, dass sie nach Erbsen suchen, die möglichst wenig Geschmack haben, die möglichst neutral sind und eben nicht irgendwie bohnig oder erbsen-typisch schmecken. Beispielsweise haben wir eine kleine Veranstaltungsreihe gestartet, das Blatterbse in der Gastronomie, wo es darum ging, Restaurants Blatterbsen zur Verfügung zu stellen. Sie haben ein Rezept kreiert und dann haben wir eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, wo wir Informationen reingebracht haben über diese Kultur, und das Restaurant hat uns dann verköstigt mit der Blatterbse, einfach um direkt die Verbindung zu schaffen. So von dem Wissen zu auch, so wie wir es heute versucht haben, direkt Verkostung, dass die Menschen merken, wow, es ist was Feines, das kann man gut nutzen, es ist gar nicht so kompliziert.